Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute schminke ich für euch den No-Make-Up-Make-Up-Look. Eigentlich würde ich ja sagen, geht einfach ungeschminkt vor die Tür. Aber ich weiß, dass vielen das irgendwie schwerfällt und deswegen gebe ich euch so ein paar Tricks, wie man so ein bisschen frischer aussehen kann. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Ich sehe gerade übrigens noch so vermatscht aus, weil ich so vor einer halben Stunde ungefähr aufgestanden bin. Und deswegen bitte seid nett zu mir. Und ich fange jetzt mal an mit einem Primer, der direkt dafür sorgt, dass man so ein bisschen frischer und glowiger aussehen wird. Und hier habe ich jetzt von Love den Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Das ist irgendwie so ein kleiner Zungenbrecher. Und davon gebe ich mir jetzt einfach, oh, der spritzt immer ziemlich stark, 2 Pumpstöße auf meine Hände und verteile das. Mein Spiegel steht übrigens hier, deswegen werde ich immer zur Seite gucken. Ich mag den Primer richtig gerne, der riecht auch unglaublich gut und ich finde, der sorgt echt dafür, dass man so ein bisschen wacher und frischer aussieht. Deswegen benutze ich den ganz gerne. Auch wenn ich einfach mich nicht schminke, dann tue ich mir einfach nur den drauf. Ich würde jetzt danach direkt mit dem Concealer anfangen und ich habe hier von Essence den neuen Camouflage Concealer irgendwo rumliegen. Ja, hier ist er. Und hier nehme ich jetzt extra den in der Sorte Healthy Glow, damit das nicht so matt aussieht, sondern einfach so ein bisschen fresh aussieht. Es kann auch gerne ein bisschen glänzen, weil niemand ist von Natur aus matt im Gesicht. Und deswegen verwende ich den jetzt. Ich werde heute keine Foundation oder sowas verwenden, weil ich einfach finde, dass das hier nichts zu suchen hat. Aber ich weiß natürlich, dass nicht alle Leute so eine reine Haut haben wie ich. Und natürlich kann man dann Pickel abdecken noch mit Concealer. Oder man kann auch eine leichte BB-Cream nehmen. Da könnt ihr zum Beispiel diese hier nehmen von Maybelline. Die habe ich ganz, ganz lange verwendet. Die ist sehr leicht und die mag ich persönlich auch echt ganz gerne. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier einfach meinen Concealer drauf. Ich nehme auch gar nicht so viel. Und dann verblende ich das Ganze einfach mit meinem normalen Foundation-Pinsel. Und gucke einfach, dass die Augenränder abgedeckt sind. Der neue Camouflage-Concealer von Essence ist richtig gut. Ihr seht das ja. Das ist mega gut abgedeckt, obwohl ich echt nicht viel genommen habe. Das Gute hierbei ist auch, dass der sich nicht in die Fältchen setzt, weil sonst würde man ja sehen, dass ihr geschminkt seid. Und den muss ich auch gar nicht setten, also der funktioniert bei mir richtig gut. Den gibt es übrigens auch in matt, wenn man es doch ein bisschen matter haben möchte. Den Rest, den ich jetzt hier noch am Applikator habe, den verteile ich jetzt einfach so ein bisschen in meinem Gesicht, so auf meiner Nase, weil die ja ganz gerne mal rot wird. Oder halt um die Lippen, damit die so ein bisschen feiner aussehen, wenn man da irgendwie ein Lipgloss drauf macht oder so. Oder hier in der T-Zone. Und das war es auch schon. Also ich habe echt nicht viel Concealer genommen. Als nächstes würde ich an die Augenbrauen gehen. Und da kann ich euch diesen Augenbrauenstift sehr ans Herz legen. Das ist von Catrice, der Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil in Waterproof. Und der hat so eine richtig dünne Mine. Der ist mega cool. Ich habe jetzt sowieso permanent Make-up. Deswegen muss ich nicht viel machen. Aber hier würde ich auch sagen, malt nicht zu doll aus, sondern einfach nur die Stellen wie zum Beispiel hier, wo ihr merkt, da ist es so ein bisschen weniger dicht. Damit das auch wirklich schön natürlich bleibt. Wenn man natürlich von Natur aus schöne, volle Brauen hat, dann braucht man gar keinen Augenbrauenstift mehr wie ich. Ich habe allerdings nicht so viele Haare, sonst hätte ich auch kein Permanent-Make-up. Und dann kann man auch einfach nur ein Augenbrauengel verwenden. Hier ist eins, was ich euch sehr ans Herz legen kann, genauso wie den Augenbrauenstift. Und zwar von Trend It Up den Brow Gel Filler in Waterproof. Das ist so ein geiles Augenbrauengel. Das hat mir mal eine von euch weiterempfohlen und ich habe es direkt gekauft und ich liebe es. Das hält richtig, richtig gut. Das ist auch wirklich wasserfest. Also man muss schon echt ein bisschen mehr rubbeln oder ein bisschen mehr Waschgel benutzen, um das dann auch wirklich von den Augenbrauen abzubekommen. Ich zum Beispiel bin jetzt sehr blass, deswegen brauche ich auf jeden Fall noch so ein bisschen Farbe in meinem Gesicht. Und dann nehme ich jetzt einfach einen Bronzer mit einem Blushpinsel, damit ich da gar keine scharfen Kanten kreieren kann oder so. Und ich tippe da einfach so ein bisschen rein und verteile das einfach so ein bisschen, damit ja, mein Gesicht so ein bisschen brauner aussieht. Ich gucke, dass ich das hier immer so ein bisschen brauner mache. Dann auch noch hier oben an den Schläfen. Da sieht man echt ruckzuck viel gesünder aus. Wenn die Haut dann auch noch so ein bisschen mehr glowy aussehen soll und ja, wenn man gerne Highlighter mag, dann kann man natürlich noch welchen verwenden. Aber hier würde ich dann immer zu flüssigem Highlighter raten, weil der halt nicht so hart ist und meistens auch nicht so extrem ist. Und da kann ich euch einmal den Sunbeam von Benefit sehr ans Herz legen oder auch von Catrice die Galactic Highlighter Drops. Mag ich beides echt gerne. Ich nehme jetzt hier mal den Sunbeam.
und gebe mir einfach so ein paar Tröpfchen hier drauf. Nehme dann einen angefeuchteten Beauty Blender und verteile das so ganz vorsichtig. Seht ihr, das ist so ein natürlicher Glow. Den kann man sich auch noch hier auf die Stirn machen. Also mit dem Rest von gerade arbeite ich dann das ganze Gesicht ab. Man kann dann auch noch hier ein bisschen hinmachen oder hier. Also ihr seht, es ist so ein leichter Glow entstanden, der auch natürlich da sein könnte. Und das finde ich ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man könnte sich jetzt auch noch die Wimpern tuschen. Und da habe ich die Worth the Hype Mascara von NYX. Da würde ich aber wirklich sagen, macht das ganz, ganz, ganz dezent, weil... Ja, sonst ist es nicht mehr ganz so natürlich. Und da gehe ich dann einfach nur einmal so überall lang, damit es wirklich, wie gesagt, nur leicht ist. Und bevor das trocknet, ich habe mich hier gerade voll gemacht, bevor das trocknet, gehe ich dann da mit so einer Bürste rüber. Ich habe jetzt leider keine andere, aber die kann man ja auch waschen. So, und dann gehe ich da einfach nochmal entlang und nehme halt je nachdem so ein bisschen Produkt ab. Und verteile das nochmal. Und dann sieht das einfach so aus, als hättet ihr so gefärbte Wimpern. So. Also ihr seht, ein Effekt ist auf jeden Fall da. Ich hole euch mal gerade näher dran. So, ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Hier habe ich jetzt getuscht und hier nicht. Und ich mache das jetzt nochmal, weil ihr jetzt näher dran seid. Also ich gehe halt, wie gesagt, nur einmal so meine Wimpern entlang. Das reicht schon. Und danach nochmal mit so einer Bürste. Die kann man auch alle einzeln in der Drogerie kaufen. Die kriegt man eigentlich überall. Dafür muss man nicht unbedingt seine Augenbrauenbürste ruinieren. Das sieht halt wie gesagt einfach aus wie frisch gefärbte Wimpern. Und die haben jetzt einfach nur so ein bisschen mehr Halt, weil die durch die Mascara so ein bisschen fester geworden sind. Und ja, wenn man möchte, kann man dann natürlich auch noch etwas auf seine Lippen geben. Was ich hier, wenn dann machen würde, ist die einfach nur ganz, ganz dezent zu umranden. Hier habe ich jetzt von Essence einen Smooth & Glide Lip Liner und da gehe ich wirklich nur ganz, ganz leicht um die Kontur herum. Und danach nehme ich einfach einen Lippenpflegestift, um das Ganze so ein bisschen zu verblenden. Und hier habe ich jetzt den Posy Balm von Benefit. Das ist mein absoluter Lieblingslippenpflegestift. Also der ist zwar etwas teurer, aber diese Investition lohnt sich sowas von. Wenn man trockene Lippen hat, vor allem im Winter, man muss den einen Tag verwenden, es ist alles wieder in Ordnung. So, dann gehe ich hier einfach nochmal so mit meinem Finger entlang und verwische das einfach. Oder nimm je nachdem ein bisschen von dem Produkt wieder ab. Und dann würde ich sagen, ist das hier schon mein No-Make-Up-Make-Up-Look. Also es geht ultra einfach, man braucht nicht viele Produkte. Und ich finde, ich sehe um einiges frischer aus als am Anfang des Videos. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.